Auch an diesem Wochenende ist in der Welt des Sports wieder allerhand geboten. Alexander Zverev kämpft als erster Deutscher seit 15 Jahren beim ATP-Finale in London um den Einzug ins Endspiel. Doch die Hürde für den gebürtigen Hamburger in der Vorschlussrunde beim Saisonfinale der besten 8 Tennisprofis ist groß. Zverev trifft auf Rekordsieger Roger Federer beim Grand Slam of Darts. Möchte Michael Unterbuchner gegen Ex-Weltmeister Gary Anderson das nächste Darts-Märchen schreiben? Und auch der Wintersport nimmt Fahrt auf. In Levi steigt der Slalom der Damen und in Wiesuhr starten die Skispringer in die neue Weltcup-Saison. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert in NBA. Irving führt Celtics zu Krimisieg. Die Boston Celtics haben ohne Daniel Theis das Topspiel gegen die Toronto Raptors gewonnen. Überragender Spieler auf dem Parkett war Bostons Point Guard Kyrie Irving mit 43 Punkten und 11 Assists. Zum Bericht in NHL, Silberheld Kahan verliert Duell gegen Ex-Coach Sturm. Olympia-Held Dominik Kahan hat das Duell gegen seinen früheren Bundestrainer Marco Sturm verloren. Der Stürmer der Chicago Blackhawks musste sich auf heimischem Eis Kellerkind Los Angeles Kings mit Co-Trainer Sturm in heimischer Halle mit 1:2 nach Penalty-Schießen geschlagen geben. Zum Bericht, Nations League, Oranje besiegelt Deutschlands Abstieg. Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Nations League in die Liga B absteigen. Die Schützenhilfe von Weltmeister Frankreich bleibt in den Niederlanden aus. Zum Bericht, Brasilien siegt im Prestige-Duell. Im Prestige-Duell zwischen Brasilien und Uruguay erzielt Superstar Neymar vom Punkt das Tor des Tages. Ein Bundesliga-Profi spielt 90 Minuten. Zum Bericht, Darts-Krimi. Preis ringt Whitlock Niederin einer Nervenschlacht im Viertelfinale des Grand Slam of Darts. Behält Gavin Price gegen Simon Whitlock knapp die Oberhand. Mensur Suljovic hat weniger Mühe. Zum Bericht, Euroleague, FC Bayern kann Moskau nicht stoppen. Die Basketballer des FC Bayern müssen sich in der Euroleague mit Favorit ZSKA Moskau geschlagen geben. Schon in der ersten Hälfte sind die Münchner in Rückstand. Zum Bericht, Dell Mannheim baut Tabellenführung aus. Tabellenführer Adler Mannheim gewinnt ein Offensivspektakel gegen die Kölner Haie und nutzt den Patzer von Meister München. Düsseldorf springt auf Rang 3. Zum Bericht, das passiert heute in Nations League, Italien möchte, Portugal Gruppensieg abluchsen. Brisantes Duell in Liga A in der Gruppe 3. Italien braucht im Duell mit Portugal, Nations League, Italien, Portugal ab 20.45 Uhr im Live-Ticker einen Sieg, um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Allerdings haben die Portugiesen noch eine Partie in der Hinterhand. Tennis Zverev fordert Federer im Duell ums Finale. Alexander Zverev bekommt es bei den ATP Finals im Halbfinale mit Roger Federer. Tennis ATP Finals Alexander Zverev, Roger Federer ab 15 Uhr im Live-Ticker zu tun. Gegen den Schweizer möchte der Hamburger aber den Finaleinzug beim Saisonabschluss perfekt machen. Außerdem spielt Novak Djokovic gegen Kevin Anderson, Ski-Alpin, Slalom, Queen Schifrin heiß auf Sieg. Slalom-Dominatorin Mikaela Schifrin möchte beim Slalom-Auftakt im finnischen Levi, Ski-Alpin, Slalom von Levi ab 10.15 Uhr im Live-Ticker die Konkurrenz in die Schranken weisen und gleich ein erstes Ausrufezeichen setzen. Für die deutschen Damen wäre ein Top-15-Resultat bereits ein Erfolg. Skispringen, siegen die DSV Adler beim Auftakt. Im polnischen Wiesuhr findet der Auftakt des Skisprung-Weltcups Skispringen, Teamspringen ab 16 Uhr im Live-Ticker statt. Als erster Wettbewerb findet ein Teamspringen statt, wo die DSV Adler um Olympiasieger Andreas Wellinger glänzen wollen.
Doch auch Polen möchte beim Heimspiel um den Sieg mitspringen. Das müssen Sie sehen, nächste Sensation von Unterbuchner. Michael Unterbuchner hat beim Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton, Grand Slam of Darts ab 20 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream, schon gewaltig für Furore gesorgt. Nun trifft er im Viertelfinale auf Ex-Weltmeister Gary Anderson und ist erneut krasser Außenseiter, wie auch schon gegen Achtelfinalgegner James Wade. Ronaldinho zaubert in Frankfurt. Brasilien-Legende Ronaldinho spielt beim Benefizspiel Game of Champions in Frankfurt. Game of Champions ab 14.30 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream an der Seite von Legenden wie Roberto Carlos gegen die Allstars von Eintracht Frankfurt, wo unter anderem Kevin Prince Boateng aufläuft. Heißes Hessen-Derby in der BBL, eines der brisantesten Duelle in der deutschen Basketball-Bundesliga, steht auf dem Plan. Die Gießen 46ers empfangen die Fraport Skyliners. BBL, Gießen 46ers, Fraport Skyliners ab 18 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream aus Frankfurt. Während die Osthessen aus Gießen überraschend auf Rang 4 liegen, sind die Gäste aktuell nur im Tabellenkeller auf Rang 15 zu finden. Mit einem Sieg im Derby können die Frankfurter aber zumindest ihre Fans versöhnen. Das Videoschmankerl, er hat es immer noch, dieses ansteckende Grinsen. Punkt. Ronaldinho zeigt sich vor dem Legendenspiel, Samstag ab 14.30 Uhr live im TV, bester Laune und strahlt wie in alten Tagen.